86. Lektion Eigentum muss geschützt werden. Weißt du eigentlich, dass deine Enkelkinder wahrscheinlich keinen Wald mehr sehen werden? Sieh doch nicht immer alles so schwarz. Wenn die Luftverschmutzung so weitergeht wie bisher, stirbt der Wald in den kommenden 10 bis 15 Jahren. Vor einem Jahr hat man 8% kranke Bäume registriert. Und heute wurde festgestellt, dass schon ein Viertel des Waldes ruiniert ist. Dann müssen eben neue Märchen geschrieben werden. Feen und Hexen können auch im Industriegebiet leben. Du bist wirklich unverbesserlich. Nein, aber ich habe die Nase voll von diesem Gerede. Alle Welt spricht vom Waldsterben und niemand denkt an die Leute, die fünfzig Stunden oder mehr pro Woche arbeiten und sowieso keinen Wald sehen. Hm. Und wie steht's mit deinem Hobby, Fischen? Was würdest du sagen, wenn es eines Tages, oder sagen wir besser in absehbarer Zeit, keine Fische mehr in deinem Baggersee gäbe? Komm, jetzt mal aber nicht den Teufel an die Wand. An meinen Baggersee lasse ich niemanden ran. Ach, das habe ich dir übrigens noch gar nicht erzählt. Gestern musste ich da wieder fünf Nacktbader wegjagen. Eigentum muss geschützt werden. Weißt du eigentlich, dass deine Enkelkinder wahrscheinlich keinen Wald mehr sehen werden? Sieh doch nicht immer alles so schwarz. Wenn die Luftverschmutzung so weitergeht wie bisher, stirbt der Wald in den kommenden 10 bis 15 Jahren. Vor einem Jahr hat man 8% kranke Bäume registriert. Und heute wurde festgestellt, dass schon ein Viertel des Waldes ruiniert ist. Dann müssen eben neue Märchen geschrieben werden. Feen und Hexen können auch im Industriegebiet leben. Du bist wirklich unverbesserlich. Nein. Aber ich habe die Nase voll von diesem Gerede. Alle Welt spricht vom Waldsterben und niemand denkt an die Leute, die 50 Stunden oder mehr pro Woche arbeiten und sowieso keinen Wald sehen. Hm, und wie steht's mit deinem Hobby, Fischen? Was würdest du sagen, wenn es eines Tages, oder sagen wir besser in absehbarer Zeit, keine Fische mehr in deinem Baggersee gäbe? Komm, jetzt mal aber nicht den Teufel an die Wand. An meinen Baggersee lasse ich niemanden ran. Ach, das habe ich dir übrigens noch gar nicht erzählt. Gestern musste ich da wieder fünf Nacktbader wegjagen. Geschützt werden. Die Umweltverschmutzung. Загрязнение окружающей среды. Schmutzig. Грязный. Sterben, starb, Умирать. Умереть. Фестштейн Констатировать. Установить. Глаголы. оканчивающиеся на. Ирен. В форме причастия прошедшего времени не имеет приставки. Г. Руинирен. Разорять. Разрушать губить, Ruiniert. разорен, разрушен, погублен, Verbessern. исправлять, улучшать, исправление, улучшение. Можно также говорить, коррегировать, и корректировать, весь мир, в смысле все люди. Запомните следующее выражение. Wie steht es mit? Как насчет? Wie mit как насчет твоего бизнеса? Дебага. Экскаватор. В Германии множество. Искусственных, в большинстве частных водоемов, предназначенных для рыбалки и купания. Er lässt an ran. Он никому не позволяет подходить к своему телевизору. Nackt. Goley, Nagoy, Baden. Kupatsa, Ludie, Die Nudisten. Übung. Wenn es so weitergeht wie bisher, werden in den nächsten 20 Jahren alle Bäume sterben. Die Flüsse und Seen sind so verschmutzt, dass die Fische nicht mehr leben können. Es gibt immer mehr Leute, die gegen die Umweltverschmutzung kämpfen. Die gute Waldfee weiß bald nicht mehr, wo sie wohnen soll. Es wurde festgestellt, dass das Schwefeldioxid unbestreitbar schädlich ist. он всегда видит все черным, в то время как она всегда оптимистична. Er sieht immer alles schwarz, sie immer ist. Год назад было зарегистрировано 8% безработицы. Vor einem Jahr wurden 8% arbeitsloser registriert. Что вы сказали бы, если бы не было рыбы? Was würden Sie sagen, wenn es keine Fische mehr gäbe? Я всё равно никогда не любил есть рыбу. Ich habe Fische sowieso nie gern gegessen. Wehs мир говорит ab atomnej Bombe, i nikto nie думаet больше aber mir i meinem Strache perit Pukami. Alle Welt spricht von der Atombombe und niemand denkt mehr an mich und meine Angst vor Spinnen. Не надо черта на стене, жизнь и так достаточно тяжела. Mal nicht den Teufel an die Wand, das Leben ist so schon schwer genug. Herzlichen Dank. Viel Glück!